Das ist halt richtig dumm. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn an euch da draußen an den Empfangsbolzen. Hier ist wieder Brennpunkt euer Internet, Tinkorant. hallo. Achso, ja, stimmt. Brennpunkt Internet. Euer Severus Schmettei und Dion. Du musst mich Dumm. Das vorstellen. Ja, perfekt. Ja, ich bin nicht so im Das bin ich. Podcast-Game. Ich auch nicht. Wann hast du eigentlich letzte Folge Brennpunkt Internet ist ja jetzt in der Corona-Pause. Beziehungsweise eigentlich ist das unser Geheimprojekt von Anfang an gewesen. Ja, wir haben nur gewartet. Wir haben nur gewartet, bis irgendwann mal Brennpunkt Internet pausiert, bis wir das hier machen können. Und Heinrich hat sich in der Oase extra Geheimprojekt genannt. Richtig, um quasi dieses Geheimnis weiterzutragen. Weißt du eigentlich, dass wir tatsächlich, dass es genau mit Corona gepasst hat? Weil wir hatten ja ein Geheimprojekt letztes Jahr, ich glaube Ende November, uns überlegt. Ja, ungefähr. Und das war ungefähr genau die Zeit, in der in China dann der Virus entstanden ist. War das jetzt einer dieser legendären Übergänge? Das war eine legendäre. Ja, doch, war's. Doch, richtig gut, ne? Also wir haben einfach kurz gesagt auf die Pause gewartet und jetzt ist hier Geheimprojekt. Richtig gut. Genau, jetzt schlagen wir zu. Diese Woche ist ja wieder einiges passiert, ne? Hast du das mit dem Trump gesehen? Ja, der ist ja. Ja, der will ja nicht aus seinem Haus raus. Also ich glaube, wir müssen hier nochmal klarstellen, dass das letzte Mal, als ich zumindest eine Brennpunkt-Internet-Folge gehört habe, ist jetzt schon ein Jahr her. Also das war, glaube ich, ungefähr Folge 4. Und dann irgendwann mittendrin nochmal eine. Also ich habe keine Ahnung, wie das hier abläuft. Und ich glaube, Dion, wie ist es bei dir? Auch nicht, oder? Ich habe halt jetzt zur Referenz quasi nochmal den Anfang der letzten Folge gehört. Die ist aber jetzt wohl auch schon 2 Wochen alt. Und davor die letzte habe ich, glaube ich, ich habe nochmal die Folge mit Heinrich gehört, aber die ist, glaube ich, auch schon ein paar Monate her. Ah, die habe ich auch gehört, stimmt. Dann haben wir doch die gleiche gehört noch als letzte. Dann haben wir den gleichen Wissensstand. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich noch mal, da war mir richtig, richtig langweilig, da habe ich noch die, es kann tatsächlich das sein, dass ich die 90. Folge gehört habe, die jetzt gar nicht so lang her ist, oder? Ja, dann sag doch mal was, weil, wir wissen weil halt da, nicht, da was hier hatte, passiert. Da hatte Rückis Oma irgendwie Geburtstag und deshalb haben die eine Folge gemacht. Den Zusammenhang weiß ich auch nicht mehr. Man merkt sich ja auch nicht so richtig, was in so einer Brennpunkt-Internet-Folge vorkommt. Aber, das stimmt. Was man sich natürlich jetzt aus dieser Woche gemerkt hat, ist der 60-Stunden-Roblox-Stream. Der 60-Stunden-Roblox-Stream. Ja, nee, der eigentlich nicht vorhandene 16-Stunden-Roblox-Stream. Robin hat ja versprochen, dass er einen 16-Stunden-Roblox-Stream macht, wenn zwei Trump, Staaten flippen. Genau, und die sind geflippt und bis dato. Wir nehmen heute am 25.11. auf. Er hat gesagt, im Dezember. 058. Beim Streamzember wird das wohl beim kommen. Beim Streamzember. Ja, deshalb haben wir uns ja auch diesen kreativen Titel überlegt. Ja, also der Titel stand halt vor dem Podcast. Also wir arbeiten das uns jetzt richtig am Titel entlang. Richtig, richtig. Ich meine, irgendwie müssen wir ja auf Content kommen. Weil ansonsten, weiß ich nicht, diese Woche ist ja eigentlich noch nicht so lang. Eigentlich, wenn mein Datum stimmt, ist heute Mittwoch. Und da ist ja eigentlich noch nicht wirklich irgendwas passiert, oder? Mittwochenende. Ja. Mittwochenende. Außerdem hast du das gesehen? Das neue Gurkensohn-Video ist ja da. Oh, das ist. Wo wir gerade bei Corona sind. Ein Meisterwerk. Das ist ein pures Meisterwerk, dieses Gurkensohn-Video. Ich bin wirklich höchst positiv überrascht. Was. Hast du den Anfang komplett geguckt? Also am Anfang erklärte er ja, dass er ja schon Nachrichten bekommen hat, warum er denn ohne Maske auf der Corona-Demo war. Und als Grund sagt er dann, dass er Asthma hat. Ja, schweres und Asthma. Attest und zeigt deshalb, er noch. Genau, er zeigt das Attest, schweres Asthma, deshalb braucht er die Maske nicht tragen.
Ist aber irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er ja auch raucht. Und Stimmt, Rauchen darüber habe wird ich ja gar nicht wahrscheinlich nachgedacht. auch mit Asthma nicht so gut sein. Und ich meine, wenn man schon so ein gefährdeter Mensch ist, also wenn man Asthma hat, Raucher ist und sich dann dem Virus so aussetzt, Und weiß vor ich allem, nicht, er ob hat ja das die auf der schlauste Demo noch Idee ist. geraucht. Ja. Also das sieht man in dem Video. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der denkt wahrscheinlich einfach, er ist jung. Also das ist zumindest die Vermutung, die ich habe, weil viele ja so irgendwie Naja, heutzutage aber denken. wenn er schweres Asthma hat, ist er schon Risikogruppe, oder? Ja, doch. Also ganz ehrlich. Gurken ins Also Kopf ganz. ist so unergründlich, ich habe keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Ich konnte nicht anders und musste mir noch ein 5 Dinge, die ich tue, wenn ich Langeweile Video von ihm angucken. Ich bin nicht an Tipp 1 vorbeigekommen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat zuzuschauen. Ach, meinst du Wie den, er wo er auf. von der Brücke winkt, auf der Ja, Autobahn? er steht auf einer Autobahnbrücke und winkt LKW-Fahrern zu und dann hupen die. Das war, also wirklich, das war so wholesome, als ich das gesehen habe. Da war ich so Ja. richtig glücklich, weil der so glücklich war. Das war wirklich ein super, super Moment und super Video. Kann ich Das jedem ist auch empfehlen. eins meiner Highlights dieses Jahr gewesen. Apropos Highlights dieses Jahr. Nächsten Samstag ist ja jetzt die letzte Folge Extreme Talk. Ne? Und da war ich heute zum vorerst letzten Mal beim Corona-Test. Hast du dich schon mal Corona testen lassen? Nee, da ich nicht rausgehe, nö. Und ich finde es auch von der Vorstellung her, was ich so mitbekommen habe, nicht erstrebenswert. Also ich möchte es jetzt nicht unbedingt machen müssen. Ich kann es auch jedem nicht empfehlen. Es macht jede Woche wieder keinen Spaß. Das ist ein bisschen so das Gefühl, wie wenn man zum Zahnarzt fährt und schon vorher weiß, dass was gemacht werden muss. Also Unangenehm. so unangenehm einfach. Man kriegt so ein Röhrchen tief in den Hals gerammt Ah ja. und dann hast du ein unangenehmes Gefühl am Gaumen und dann wird da noch ein bisschen dran rumgekreiselt. Du, ich Ist weiß, richtig Robin schlimm. hat ja da in die Oase eine Sprachnachricht Ja, von geschickt. Das vielleicht fand ich können wir auch sehr die hier unangenehm. live kurz abspielen. Nee, können wir nicht. Aber Apropos Oase, ich habe gerade gesehen, ein brandaktuelles Thema in der Oase. Und zwar, Robin regt sich über Gronkhs Synchronsprecherei auf. Ich glaube, das sollten wir, weil das so top aktuell ist, auch ansprechen. Weil oh er hat ja, geschrieben, es ist was hat er richtig, geschrieben? er hat geschrieben, er kotzt. Weil Gronkh spricht halt wieder einen Bösewicht zum Kontext. Gronkh spricht wieder einen Bösewicht in irgend so einem, ich glaube, was war es? Doch, in Watch Dogs sogar. Da hat Robin ja sogar Bezüge zu. In Watch Dogs Legion spricht Gronkh wieder so ein, der in der Basis alle ankommandiert. Und ja, wenn Gronkh synchron spricht, wissen wir alle, Robin ist auf jeden Fall dabei. Ein großer Freund. Wenn man sich's anhört, ist es auch ein bisschen, ja. Ja, aber an der Stelle könnte man ja an Robin auch einfach mal die Nachricht raustragen, dass Gronkh kein, absolut in keiner Form Synchronsprecher in Roblox ist. Also der hat mit Roblox einfach nichts am Hut. Und ich meine, dann sollte es ja wohl klar sein, dass Roblox vielleicht sein neues Favoritenspiel sein könnte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gronkh und Roblox gibt es nicht so viele Beziehungen. Apropos Apropos keine Roblox. Beziehungen. So, ja, okay. Dann Ach du nee, das hatten zuerst. Ich wir hatte schon. keine Überleitung zu Ich keine auch Beziehung. nicht. Wir hatten Keine Roblox. Beziehung passt halt eigentlich nur zu Corona, weil man ja keine Beziehung zu Menschen haben darf. Ich guck mal noch mal ganz kurz in unseren Geheimprojektordner. Ach ja, Sprana aus Kassel. Stimmt, die Sprana aus Kassel. Ich habe mir das auch erst heute richtig angeschaut für diesen Podcast. Und ja, das Video ist auf jeden Fall mein Highlight. Mein absolutes Highlight ist, wie diese Jana ihre Blätter wegschmeißt, sich umdreht und so beleidigt wegrennt. Das ist auf jeden Fall richtig witzig. Ja, es gab jetzt natürlich schon die Meldungen, dass sie dann irgendwie 10 Minuten später oder eine halbe Stunde später auf einer anderen Bühne die gleiche Rede nochmal gehalten hat oder die Rede auch sowieso schon 11 Mal an dem Wochenende gehalten hat oder so. Die immer gleiche Vergleichsrede.
Schön. Aber es war schon ein sehr, sehr schönes Momentchen anzusehen. Ja, dieser Ordner war ja wohl auch irgendwie nicht ein echter Ordner, der hier noch für Stimmung sorgt. Ach, das war gar kein echter Ordner, der war Nee, gar ich glaube, nicht das war ein linker wirklich. Aktivist, der einfach nur die Gunst der Stunde genutzt hat und jetzt loben ihn alle. Das ist Basically. natürlich ja, schlau. Hat er den Also. Fem abgegriffen? Apropos Fem Nee, abgreifen. er hat ja gar keinen. Wir können gerne gleich zur Überleitung kommen, aber er hat ja gar keinen Fame abgegriffen, weil den ganzen Fame bekommt ja Jana aus Kassel. Weil Ja, der stimmt. Ordner aus sonst wo, der kriegt halt gar keinen, der kriegt ja gar keinen Fame. So. Ich habe ja gesehen, dass Die sogar Heiko Jana, Maas ne? getwittert hat, unser Außeninnenminister muss er dann sein. Die Außen. Ich Der glaube, hat ja der ist getwittert. sowohl Innen- als auch Außenminister und Ja. deshalb ist er unser Minister. Diana wird So, berühmt. Diana, würdest du der auch den Hitler der Woche geben? Ich glaube, das nennt man so Ich weiß nicht, wie in das heißt. unserem Format Brennpunkt Internet. Einfach weil das, glaube ich, dazugehört, würde ich das schnell abhaken und ja. Ja. Also, wir geben Jana den Hitler der Woche oder dem Ordner? Schon Ich eher verstehe, Jana. ich weiß, Jana, ne? Ja. Ja, Jana. Ja. Ja, Kaya Jana. Jana. Ja. Oh, Kaya Jana wäre auch ein richtig guter Titel gewesen. Kaya Jana aus Kassel. Naja, ist auch egal. Weil Kaya Jana spielt jetzt auch Among Us. Ja, cool, ne? Schön. Ja, Among Us, der Hype lebt immer noch weiter. Es wird keinen zweiten Teil geben, aber der erste Teil wird weiter ausgebaut. Ich weiß nicht, ob die es irgendwann in dem Brennpunkt nochmal erzählt hatten oder nicht. Aber eigentlich wolltest du irgendeine Überleitung mit keine Beziehungen oder sowas. Nee, irgendwas mit Fem. Apropos Ach, mit Fem. Fem. Ich weiß aber nicht mehr. Ja, ich hab halt auch. Ich guck nochmal ganz kurz in mein Notizörtnerchen. Wie sieht's eigentlich aus mit dem. Urwel hat ja einst gesagt, dass Wasser mit Kohlensäure größer ist als stilles Wasser. Wie stehst du dazu? Bist du auch eher Team Sprudel oder Team stilles Wasser? Also ich bin da halt richtig langweilig. Ich finde Medium am besten. Deswegen, ich bin da ein sehr, ich finde zu Also sprudelig und still dumm. ich bin Team still, weil also Medium finde ich noch. Also sehr, nee, ist beides widerlich. Also Medium ist halt wirklich so, das Medium schmeckt halt so wie sprudeliges Wasser, was abgestanden ist. Oder das ist so ein Sprudelwasser, was du aufgemacht hast und das stand dann einen halben Tag da rum und dann hast du so ein Medium-Wasser und das ist halt widerlich. Aber Ja. zu sprudelig ist halt auch. Zu sprudelig ist halt zu sprudelig. Ja, da kann man halt nicht viel von runterkippen. Aber ich Also nehme auch ich Stilldose. trinke ja auch nicht wirklich, ich trinke ja nicht wirklich, sondern ich kipp's ja einfach nur den Rachen runter. So. Das tut dann weh beim Sprudeligen. Genau. Da geht dann halt nicht so viel. Und ich hab immer sehr, sehr gerne sehr viel in meinem Hals. So. Guck mal, die Hälfte der Zeit haben wir schon rumbekommen. Ja, doch, das geht schneller als gedacht. Das Ne, stimmt schon. ne? Aber die Themen sind halt jetzt auch aus, ne? Was ist denn diese Woche noch so passiert in der Oase? In der Oase Über ist. das Nostra 18-Ding wollten wir nicht reden, aus Gründen. Das spreche ich auch gar nicht erst an. Ich kann einfach mal. Ach so, die Silvesterböller-Diskussion gab es ja heute. Die fand ich noch Die recht Silvester. interessant. Wie stehst du denn dieses Kannst Jahr kannst. zu Feuerwerk? Feuerwerk war schon, ich glaube, so die letzten 10 Jahre nicht mehr so interessant für mich. Also von dir aus kann Also man es verbieten. ich bin ja auch schon altes Eisen, ne? Ich bin jetzt 31 und ich meine, da hört das Leben auf, wie man so schön sagt. Ja, und weiß nicht, Würdest du das was hatten wir verbieten? letztes Jahr, so zwei, drei Raketen oder so? Ich glaube, man kann es nicht verbieten. Also, nee, dieses Das. Jahr für Corona, weil die Krankenhäuser voll sind, darum ging es. Ach so, Um die zu also entlasten.
Ob ich das verbieten würde? Ich glaube, ich kann es nicht entscheiden, aber ich glaube, man kann es auch nicht verbieten. Ich glaube, wenn man es verbietet, dann wird es nur noch mehr Krankenhausaufenthalte geben als ohnehin schon. Das ist natürlich wieder ein Punkt, weil ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn man dieses Jahr mal Ruhe hat, aber ja, Du wirst halt keine Ruhe haben. das So. Es stimmt. wird ja, Die Leute es werden wird sich halt nicht dran trotz. halten. Also, ich meine, wenn sie es verbieten, dann wird es halt trotzdem so öffentliche, so von der Feuerwehr irgendwelche Raketendinger geben. Und Ruhe wirst du ja trotzdem haben, wenn du in deinem Zimmerchen unter der Decke, dich versteckst, ne? Wie du das immer bei Silvester und Gewitter machst. Das war die Stille, für alle Leute, die gerne Stille hören. Und jetzt Ach geht's ja, weiter eine mit dem Studie. Thema. Eine Studie. Welche Studie? Welche Zocken macht Studie? glücklich. Habe ich ja heute auch gepostet. Stimmt. Ich zitiere: Videospiele sind gut für unsere psychische Gesundheit. Je länger man spielt, desto glücklicher ist man, hat eine Oxford-Studie ergeben. Es geht aber nicht unbedingt um kompetitive Spiele, also so entspannte Spiele wie Animal Crossing und Plants vs. Zombies, die ich beide nie gespielt habe. Entspann dich wohl Nein. richtig. Ja, Animal Crossing kannst du ein bisschen mit irgendwie so Minecraft ohne Gegner, also so ganz alleine und ohne Creeper und ohne irgendwas. Also es ist halt so ein bisschen so Farmville-mäßig, weißt du? So baust dich nur Ja. auf. Auf jeden Also da Fall. kann ich schon verstehen, dass es einen glücklich macht, weil du ja keine negativen Einflüsse in diesen Spielen hast. Du hast ja keine anderen Leute, die mit dir das spielen oder so. Die Aber Frage so ein League of ist, Legends, wenn ich da mal einmal ganz kurz Hitman von vor 2 Nächten zitieren kann. Kann ich gerade nicht, fällt mir gerade nicht ein. Aber bei League of Legends wird man ja regelmäßig schon sehr aggressiv. also hier Also steht halt, wer ich aus weiß nicht, eigener ob du Motivation John kennst. spielt. John hat Ich ja kenne immer schon John. so einen aggressiven Unterton. Ich will jetzt hier keine Hexenjagd gegen John starten, aber der ist bei mir manchmal auch einfach so gemutet, weil ich sonst getriggert bin von ihm. Ja, Von doch. Salz-John. Jetzt haben wir die Kontroversität vom Brennpunkt auch übernommen. Sehr gut. Ja, also ich finde, man wird da wohl über alles reden dürfen. Außerdem hat Robin letztens ein Bild gepostet von Mirror's Edge in Real Life. Oh, ja. Und hat dazu geschrieben, Video kommt 2013, was vielleicht ein Bait sein könnte. Und es kommt vielleicht noch dieses Jahr. Also, ich meine, auf dem Bild hat er Haare an Stellen, wo er jetzt keine Haare mehr hat. Vielleicht kommt es ja mit Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma Ja, 2. apropos Dragon's Dogma 2, da müssen wir natürlich jetzt auch kurz drüber reden. Dragon's Dogma, auf jeden Fall das beste Spiel aus Robins Sicht, aber vielleicht nicht aus unserer. Bist du auch der Meinung, dass es sein könnte, dass Dragon's Dogma 2 einfach ein Mobile Game wird? Nö, ich bin eher der Ansicht, dass vielleicht Dragon's Dogma 2 einfach nicht rauskommt wegen des Leaks. Weil wenn halt sowas passiert, denken die sich, ja, jetzt haben wir keinen Überraschungseffekt, vielleicht interessiert sowieso nicht so viele Leute, dann canceln wir das einfach Na, mal. nee. Also ich glaube, wenn so ein Leak passiert, dann hat es auch immer was Positives für die Firmen, weil die dann ja quasi sehen, welche der Spiele wirklich einen Hype auslösen. Also ich meine, Dragon's Dogma 2 wird ja jetzt irgendwie, da werden sich wahrscheinlich sehr viele Leute drauf freuen und dementsprechend wird die Firma ja sehen, dass sie das machen sollten. Löst es wirklich Aber einen Hype aus? es ist vielleicht auch dieses Cyberpunk-Ding, das einfach irgendwie noch verschoben wird. Weil, apropos verschoben. Nee, warte mal, mit verschoben geht das gar nicht. Egal, WoW.
Das neue Add-on ist Für draußen. Solfeng reden wir jetzt über Solfeng. Wir reden über Solfeng, genau. Solfeng ist wahrscheinlich jetzt gerade bei WoW. Ich glaube, für den hat sich sein ganzer Schlafrhythmus verschoben. Das geht. Das funktioniert. Sein ganzes Leben hat sich verschoben Sein für ganzes WoW. Leben hat sich verschoben für WoW. Da ist jetzt wieder ein neues Add-on rausgekommen und das bedeutet, dass die Leute jetzt so 10 Level wieder spielen können und danach haben sie wieder das Kackspiel wieder vor. Also, das Ja, ganze System von WoW habe ich nie so richtig verstanden. Also, was man ist denn zahlt im deine Monat Geld Meinung? dafür. Meine Meinung zu WoW. Ja, deine Also, Meinung. jetzt, wo ich es mal gespielt habe, kann ich auf jeden Fall verstehen, warum das jeder spielt, weil jeder kann es spielen. Da ist absolut kein Skill dabei. Das spielst du so runter. Du kannst nebenbei einen Film gucken oder masturbieren. Alles geht, nichts muss. Ja, mich hat's Ja. auch nicht gecatcht. Mich hat's auch gar nicht gecatcht. Ich war auch echt gelangweilt. Und ich verstehe auch nicht, also ich verstehe auch nicht, warum das jetzt so noch relevant ist. Das ist doch auch schon alt und irgendwie, ja, anstrengend. Das ist echt so, ja, Ja, nee. das ist wahrscheinlich einfach dieses Ding, dass du halt einfach so viel Geld da reingesteckt hast über die Jahre, dass du das nicht einfach aufhören kannst. Also angenommen, du hast jetzt im Monat, was kostet im Monat, ein 10er, 15 Euro oder was? 15, glaube ich. Und du Ja, spielst jetzt 10, seit 2, 3 15. Jahren. Seit 2, 3 Jahren. Robin rechnet das jetzt mal ganz kurz hoch. Da kommen doch bestimmt 300 € zusammen. So. Wahrscheinlich mehr. 10 mal 10 sind Es gibt 100. verschiedene Doch. Abo-Modelle, ja, doch 10 € pro Ja. Monat. Naja. Naja, aber da kommen auf jeden Fall 300 € zusammen und dann hast du vielleicht doch nochmal Geld ausgegeben, um dir diesen einen Bogen zu holen, der cool ist, oder dieses eine Mount, mit dem du dann fliegen kannst und dann sagen andere Leute im Spiel, wow, du hast Geld ausgegeben, um dir das zu kaufen, du bist reich. So. Das ist halt. Dann willst du ja nicht einfach aufhören und du kannst ja auch deinen Account nicht verkaufen oder bekommst für deinen Account nicht das wieder, was du reingesteckt hast. So. Und dann, wenn dann natürlich was Neues rauskommt, dann bist du da gehuckt. Oder vielleicht ist auch die Story so spannend. Also ich habe jetzt keine Story gesehen beim Spielen, aber könnte ja sein, dass wenn man das vom Anfang an gespielt hat und von Anfang an schon irgendwie mit der krüppeligen Grafik zufrieden war, dann. Ich hoffe, ihr da draußen spielt kein WoW. Falls Ja, doch, tut's uns leid. schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie viel Geld ihr schon für WoW ausgegeben habt. Nee, ich habe, glaube ich, kein einziges Spiel, wo ich so ein Monatsabo wirklich habe. Ich bin da bisher noch Apropos unverschämt. Solfeng und Geld ausgegeben. Civilization ist ja echt ein gutes Spiel, ne? Da Ja. habe ich ja jetzt auch letztens mir die Platinum Edition kaufen lassen. Weil als guter Nostarafiki lässt man sich das kaufen. Von Soulfang. Also an alle Richtig. Zuschauer, wenn ihr Spiele braucht, einfach Soulfang fragen. Der kauft ihr euch. Ja, darauf gebe ich euch Mad Eyes Ehrenwort. Und ich gebe euch Dions Ehrenwort. So ist es. Ja, Civilization ist jetzt natürlich ein großes Ding bei uns in der Runde. Das ist ein bisschen das neue Among Us. Aber das alte Mad Run. Wir haben halt Also. Civilizations ohne dich schon vor Among Us gespielt. Ja, aber das hat ja nicht wirklich gegolten. Damals war es ja noch mit Nukes und so. Wir kommen ja nicht in dieses Al Zeitalter. Wir Ja, hängen das immer. ist schade. Aber wie Solfeng so schön gesagt hat, der Anfang ist immer das Beste. Das kann ich halt so unterschreiben. Da muss ich widersprechen. Der Anfang wird langweilig. Apropos langweilig. Unsere erste Folge Brennpunkt Internet, jetzt unser Geheimprojekt, wird langsam ein bisschen langweilig. Deshalb sollten wir jetzt einfach nochmal der Woche ein Rating geben. Ja, wir haben aber doch noch Habe, 5 also ich habe. Minuten. Ja, aber Willst du ich habe unsere in Erinnerung. Zuschauer, Zuhörer beklauen? Nee, ich will die nicht beklauen, aber ich möchte einfach nur, dass wir das auf jeden Fall noch abhaken, weil ich die ganze Zeit das im Hintergrund habe, dass Robin und Tino das, glaube ich, immer gemacht haben, dass sie der Woche so eine Wertung gegeben von 10. Ich Ja, kann sein. weiß nicht, wie diese Wertung ausfällt und warum, aber
Also, was hatten wir denn diese Woche? Wir hatten die Sprana aus Kassel, wir hatten Trump Trump, hier. der jetzt auch endlich das Weiße Haus freigibt, ne? Aber er gibt noch nicht zu, verloren zu haben. Ja, genau. Und Roblox, 16 Stunden, was immer noch nicht passiert ist, aber hätte eigentlich schon längst passieren können. Ja. Also ich meine, so und mein letzter Corona-Test voraussichtlich, beziehungsweise Extreme Talk ist zu Ende. Und Rosi hat halt Geburtstag, ne? Also das ist halt schon ne krasse, ja, krasse Woche, 2 von 10. Ja, ich bin da ein bisschen optimistischer. Also alleine schon wegen Ziff. Schon so eine solide 7, 7? Ja, eine Oh, 7 stimmt, von 10. wir hatten am Sonntag ja die erste große Runde Ziff gestartet. Und ich hab halt auch meinen Stream angemacht. Und also ich glaube, neuer Rekord, 7 Minuten habe ich ihn ausgemacht, weil ich so genervt war vom Stream nebenbei aufhaben, weil die Leute sich über meine Kameraqualität beschwert haben. Und ich dachte so, hey, ich spiele jetzt Ziff. Was wollt ihr von mir? Was ist meine Kameraqualität? Aber ich meine, 7 Minuten streamen und trotzdem einen Sub bekommen, ich meine, hat sich doch gelohnt, letztendlich. Rechnet das mal auf den Stundenlohn hoch. Wirklich, wirklich. Hätte ich mal noch 7 Minuten gemacht, dann hätte ich vielleicht mir auch was zu essen kaufen können. Aber Franz hat ja dann weiter gestreamt und hat dann auch irgendwann aufgegeben. Franz hat ja dann Bonne geraidet. Apropos Stimmt, Bo Bonne. stimmt, apropos Du bist Bonne. doch Bonne hat so ein. 31 Stunden Ja, genau, durchgehalten. du bist Ja? doch so ein Bonne-Fan. Jetzt erklär doch mal mir und den unwissenden Zuschauern mal gescheit. Was ist an Bonne so interessant? Weil ich verstehe das jetzt persönlich immer noch nicht. Ich schaue immer wieder rein, es huckt mich nicht. Aber was? Also Bonne kannst du einfach nebenbei laufen lassen. Bonne hat immer gute Musik an, macht immer Partylaune, ist immer gut drauf. Und wenn er nicht gut drauf ist, dann schläft er halt. Aber dann läuft ja immer noch die gute Musik. So. Und dann fieberst du quasi mit, bis er wieder aufwacht. Und dann diesen Moment zu klippen oder generell, wenn er vollkommen betrunken langsam wieder aufwacht. Da gibt es wirklich, gibt es ein paar Clips hier. Also ein Clip heißt Auferstanden aus Ruinen und das passt da einfach perfekt, weil er so langsam aufsteht und so ein bisschen realisiert, was gerade passiert, aber nicht so richtig. Und dann hört er die Musik und dann fängt er wieder an zu tanzen und dann schläft er wieder ein und ist einfach großartig. Es ist einfach nur schön. Es ist einfach Also es geht nur um diese Clips. Bonne ist einfach ein Bonne ist Bonne. Bonne ist ein Kunstprojekt. Das ist eine Installation. Eine Installation des Glücks. Ja, Das ist okay. einfach nur ein schöner Mann, der gerne Musik hört. Und diese positive Energie auch an die Zuschauer weitergibt. So würde ich das einem Unwissenden wie dir beschreiben. Das war ja auch mega der Zufall, dass der nach dem Extreme Talk geratet wurde. Das stimmt Das auch. hat ja irgendwie, Also glaube ich, ich. kaum jemand realisiert, oder was für ein mega Zufall das war. Ja, ich saß ja hinter Kalle und hab mit auf den Bildschirm geguckt, während er da durchgescrollt ist und dann war er erst bei Englisch, dann hat er das rausgenommen, dann war er bei Deutsch und hat nach wenig Klicks gesucht. Dann ist er an irgendwas vorbeigescrollt, dann meinte Milchbaum, hey, scroll mal zurück, da hatte jemand einen Hut. So, und dann ist Kalle sogar nochmal vorbeigescrollt, dann meinte, nee, da unten der und dann hat er drauf gedrückt und dann hat er vorgelesen, Bonne TV und ich konnte es einfach nicht fassen. So einfach aus 1 Million Möglichkeiten der deutschen Streamerschaft sucht er sich genau Bonne raus. Und ich dachte halt, ich erkenne doch diesen Hut. Und war so, hä? ich kenne doch diesen Hut. Ja, weil ich halt kurz davor nochmal reingeguckt habe bei Bonne kurz, um Ja. den zu graben, was der macht. Aber das war halt schon, ich habe eure Feierlaune sehr Unseren verstanden. Hype nicht ganz verstanden, ja. Doch, Aber verstanden schon, aber nicht nachvollzogen. Bonne hat ja dann auch durchgezogen. Der hat ja dann insgesamt 31 Stunden gestreamt, obwohl er eigentlich nur den Freitagabend irgendwie ein bisschen. Nee, warte mal. War das der Samstagabend? Samstagabend. Er dachte am Sonntagabend oder Sonntagnacht oder so, dachte er immer noch, es wäre Freitag.
Ist er denn zu seiner Arbeit gekommen? Weiß man das? Das weiß man nicht. Also wir könnten halt jetzt live nachgucken, ob er wieder online ist. Ich weiß nicht, ob der in der Woche auch streamt. Manchmal. Ich habe gerade schon recherchiert, ich gucke einfach nochmal. Ich sehe Nee. ihn jetzt nicht. Schade. Nee. Nee, leider nicht. Shellu ist live. Shellu macht gerade übrigens Fanfiction. Es gibt so ein Schrottpanda hat eine Seite rausgesucht, über die man Fanfictions machen kann. Ich glaube, dass sich die Oase heute Abend, heute Nacht noch mit Fanfictions füllen wird von irgendwelchen Nostarafikis. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Ja, da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein. Denn ich glaube, wir haben es soweit, oder? Fällt dir noch Ja, was ich. Wichtiges ein? Was Wichtiges wäre auf jeden Fall ein 16-Stunden-Roblox-Stream von Robin. Aber ich denke mal, da sind wir ja im Streamzember, wird das auf jeden Fall passieren. Du, ich Von glaube, daher. du musst jetzt noch dieses Outro abspielen, also. Ach so, läuft es dann einfach nochmal oder? Nee, nee, Ich hoffe, weil. spule einfach zum Ende vor und Ja, und dann. such's einfach. Ist ja nicht so wild, wenn du es nicht auf den ersten Versuch triffst. Also das Problem ist halt, ich wohne ja jetzt in Franz Zimmer, ne? Sowas zu machen. Und da ist das Tatsächlich, Internet nicht so ich geil. würde auch. Das war übrigens Tino. Für alle, die Ja. uns schlechte Qualität nicht verstehen. Ja, und in Franz Zimmer ist das Internet halt nicht so gut. Also das WLAN. Das wurde mir natürlich vorher nicht so Diese kommuniziert. Sache hat euch gefallen, denn nächste Woche wird es besonders pikant. Wir Ja. besprechen das Jahr 2019 und lassen auch vielleicht ein bisschen Revue passieren dazu. Nee, Was war nee. denn für uns ein gutes Jahr, so in der Wir Vergangenheit? Da besprechen würde ich die auch mal nächste besprechen Woche. das Jahr. Ja, genau. Und dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Und zum Abschluss nochmal: Annegret Kramp-Karrenbauer kennt Annen-Mai Kantereit. Annen-Mai Kantereit kennt Annegret Kramp-Karrenbauer. Zum Abschluss nochmal Sehr 16 schön. Stunden Also, wer Roblox. uns das einsendet als schnellste Variante, der. Mein Handy lädt, Moment. Ja, doch. Verdient sich eine Postkarte. Also liebe Männer, ihr dürft einmal etwas gewinnen, während ihr am schnellsten seid. Sehr gut. Gutes Schlusswort. Die Ja. Musik ist gerade eh schon. Ja, ich denke auch. Oh.